Hallihallo und willkommen zurück zu Mojomon Emerald. Letztes Mal haben wir die vierte Arena bezwungen und sind uns in der Wüste am Rumgucken. Wir haben ein Fossil mitgenommen, ich hab nachgeguckt. Muss tatsächlich in Metaros City bei irgendeinem Devon-Typen abgeben. Und dafür kriegen wir ein Pokémon. Ich hoffe doch mal, dass wir dann ein schönes Pokémon kriegen. Und kein Lilip. Gibt's hier in der Wüste ernsthaft wilde Mundtier und wilde Bummels? Krass. Das ist interessant. Ja, da müssen wir halt eben dahin bringen, aber da kommen wir ja, können wir ja auf dem Weg kurz vorbeigehen, ist ja kein Problem. Aber erstmal mache ich die Wüste ja noch eben fertig. Ich wünschte, ich hätte Schutz irgendwie so, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich Schutz habe. Sollte ich mir eindeutig für die, zumindest für nach dem fünften Orden holen, für den langen Weg nach Baumhausen City. Ich glaube, für die Route könnte das nicht schaden. Ich hau das Ding jetzt weg, ey, komm. Ich will Level 28 haben. Naja, okay, ich habe doch keine Level 28. Dann sorgt der Trainer eben dafür, dass ich es kriege. Und der gibt uns Sandwich ab, wenn wir ihn besiegen. Nice, ich habe noch nichts gegessen heute. Also Sandwich nehme ich gerne, aber bitte nicht drauf rumtanzen, ja? Du kleines Kapperding. Ich möchte mich sehr gerne essen. Mag zwar blöde klingen, aber ich möchte es wirklich essen. So, Stärke, ja. Das Beste, was wir machen können. Konspor, gut, dann bin ich jetzt langsamer als Kapalores, denke ich mal. Aber sollte nicht das Riesenproblem sein. Gut, wenn er meint, das weitermachen zu müssen, ist mir das sehr recht. Also, okay. Ist gut, wenn ich nur mit Sandsturmschaden durchkomme. Der rafft einen schon mehr als genug dahin. Auf längere Zeit. So, Whiskash. Whiskash, bleib ich draußen. Hallo? Einfach eine Laubklinge drauf und fertig ist das. So schön ein Wälzer auch ist, aber... Ich finde auch dieses W da oben auf der Stirn ganz cool. Das ist einfach in Wirklichkeit Wario, hat sich einfach als einen Wälzer verkleidet. Das wird sein. Das ist definitiv richtig so. Keine Frage. Euer Ehren. Jo, das macht doch ein paar IP. Sehr schön. So, kriege ich jetzt ein Sandwich? Ach, sein Sander hat das Sandwich gegessen, ja. Also sein nicht vorhandenes Sandan, versteht sich, ne? Friss es einfach, die Sandwiches. Ich habe keine Worte dafür. Überhaupt nicht. Sorry. Das kann ich so einfach nicht hinnehmen. So, ich bringe Nadine kurz auf Level 28. Aus dem Grund, dass sie dann wohl eine neue Attacke lernen, so wie ich das gesehen habe. Ich habe die Liste gerade nicht offen. Aber dann sollte sie eigentlich was Neues lernen können. Ob es gegen Pinsir schafft? Ha, ich bin gerade... noch nicht so... der Überzeugung. Aber schauen wir mal, ob ich wenigstens die Hälfte anrichte. Oder ein Drittel. Ja, ist ein Drittel. Schweifglanz habe ich bei Pinsir ehrlich gesagt keine Angst vor. Erstens kein guter Spezialangriff. Zweitens keine guten Spezialangriffe. Drittens, ich bin spezialdefensiv. Daher, well. Sie haben verkackt, Mr. Pinsir. Ja, und dann greift sie physisch an, ne? Ich hab's ja gesagt. Speziell bei Pinsir, ne. Ne, ne, ne. Aber es hat auch wieder blöd gemacht, ne? Weil Käfer in der Generation einfach physisch ist und Schweifglanz als Käferattacke den Spezialangriff boostet. Das ist halt echt schade. Aber okay. Aber das gleiche ist mit Drachentanz. Das ist halt so, ist etwas gleiche. Drachentanz ist ja auch, es boostet den Angriff, aber Drachenattacken sind in der Generation nicht speziell. Darum bringt Drachentanz eigentlich bei Drachen gar nichts. Wenn man es so nennen will. Pokémon Boost bringt natürlich Garados. Ja, eigentlich auch nicht mal wirklich. Bei welchen Pokémon bringst du es denn hier denn? Keine Ahnung.
Problem ist halt einfach, dass die physischen Attacken, auf die Garados und Dragoran und so vertrauen können, halt eben auch durch TMs kommen, also Erdbeben und sowas. Von daher macht das jetzt nicht gerade besonders. Hm. Ja, die ersten drei Gens waren halt schon ein bisschen chaotisch. Oh, das tut weh. Ich wechsle besser aus. Ist, ja. Und sind wir auch 10 Tage hier dran, wenn das Ding jetzt auch noch Pain splittet. Machen wir es lieber so rum. Wenn mich jetzt verwirrst, ich hau dich. Okay, dankeschön. Das Schöne ist, Fabi kriegt ja noch einen Spezial-Defensiv-Boost hier durch den Sandsturm, weil es ein Stein-Pokémon ist. Ich glaube, das ist so eine Sache, die immer total unterschätzt wird, ne? Dass Stein-Pokémon einen Spezial-Defensiv-Boost kriegen im Sandsturm. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil die dadurch natürlich auch sehr gut natürlich ihre Schwächen aushalten. Sprich, Pflanze oder Wasser. Ich finde es ziemlich cool, dass es so ist. Sollte vielleicht noch meine Wörter im Mund sortieren und dann passt das auch alles. So, nehmen wir mal das Energiepulver, machen damit das Inventar ein bisschen leerer. Und dann hauen wir noch ein paar Supertränke hinterher. Nadinchen frisst einfach das ganze Geld auf. Einfach nom nom nom. Und dann sind meine ganzen Tränke weg. Und gucken, um uns voll zu haben, habe ich jetzt 3 Tränke gebraucht. Ach, das freut mich, wenn ich Hypertränke haben kann. Obwohl, bis ich Hypertränke habe, ist Nadine schon wieder so hoch, dass sie schon über 200 KP hat. Das ist anstrengend. Das ist richtig anstrengend, wenn so ein Pokémon so viel KP hat. Na, schöner Crit. Sehr schöner Crit, Nadine. So, ihr müsst was Neues lernen, ne? Vitalglocke. machen wir jetzt ein Competitive Hytera oder wie sehe ich das gerade? Ja, lass mich so formulieren. Heilglocke ist aktuell besser als Schlitzer. Ich werde. Ach, Vitalglocke. Vitalglocke. Ich werde Vitalglocke aber wieder ablernen, sobald ich kann. Weil bringt mir aktuell einfach nichts. Seien wir ehrlich. Es bringt mir gerade überhaupt nichts. Naja, was soll ich mit? Das gleiche eigentlich mit Milchgetränk. Milchgetränk brauche ich auch nicht. Okay, mit Milchgetränk kann ich natürlich an Tränken sparen. Aber. Nee. Es ist nicht ganz so praktisch aktuell. Ein Meganium im Team wäre übrigens auch ziemlich nice. Aber wir hatten noch nicht die Chance gehabt. Also ein Meganium haben wäre cool. Da würde ich mich nicht drüber beschweren. Es ist schön bulky. Man kann es physisch oder speziell spielen, es geht beides. Ja. Wenn sich das aufschreiben ließe, wäre das schon ganz gut. Würde ich mich drüber freuen. Suicune, hey, das ist ein Schwertchen. Ein hübsches Schwertchen hast du da. Und dieses wallende lila Haar. Ich wollte eigentlich erst gerade Sleep Howler machen, aber okay. Ach, der Petsblind, komm. Der tut eh nicht weh. Ja, genau genommen hätte ich eigentlich Nadine auswechseln wollen. Also nicht mehr an der Front lassen, aber. Ach komm, weißt du, das Ding macht eh keinen Schaden. Mach mal einfach hinten Power, komm. Ja, Aquaknarr. Oh, das wird so viel Schaden machen. Oh nein. Da war Rapid Spin stärker. Wow, das sind Sachen, die man sonst niemals hört, ne? Rapid Spin war stärker. Sogar der Sandsturm macht mehr Schaden als Aquaknarre. Was zum Teufel? Ah, hat so ein cooles auch erkannt, dass Rapid Spin mehr Schaden macht. Ja, obwohl. Das war gleich viel ungefähr. Rapid Spin hat 10 gemacht und gerade eben hatte die Aquaknarre 9 gemacht. Ja, okay, der Sandsturm hat 11. Das sind Zahlen, ne? So, Lutwurzelchen. Ja, komm.
Einfach auf easy wechseln. Wenn da jetzt eine Pflanzenattacke kommt, habe ich ein Problem. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich das vorher ziemlich schnell mit Luster Purge ausschalten kann. Ich glaube, wir kommen in der Folge nicht mehr dazu, irgendwie das Fossil zu erwecken, wenn das so weitergeht. Und vor allem frage ich mich auch, wann das Ei schlüpft. Das wäre ja auch schön, wenn das bald schlüpft. Aber es wird leider noch ein bisschen dauern, weil wir wirklich kaum gehen eigentlich. Wir sind die ganze Zeit nur am Kämpfen. Ja, Lutz, du hast mir gerade geholfen, aber ich hoffe, das ist dir klar. Weil ich jetzt noch schneller bin. Doppelte Geschwindigkeit! Yay! Naja, egal. So, Scherox. Ja, das sieht ganz nett aus. Das ist ganz nett. Aber hat leider keine Chance gegen von Tränen im Wasser. Im Wasser, im Regen. Aber sehr nice, Pokémon. Sehr nice. So, jetzt tausche ich aber mal ganz kurz Easy nach vorne. Auch wenn Easy natürlich auch nicht gerade schnell ist, aber naja, okay, passt schon. Und so groß sollte die Wüste jetzt eigentlich auch nicht mehr sein. Ah, wir kriegen also auch noch Magbees. Okay, aber... ne. Ich bin ja eh schon versorgt. Von daher. Wir hatten noch keine legendären Pokémon auf den Routen, oder? Bilde ich mir das gerade nur ein. Das bilde ich mir nicht ein, oder? Nee, ich glaube, wir hatten noch keine gehabt dafür. So ganz wild. Auch nicht, was wir uns hätten fangen können. Und das finde ich gerade ziemlich krass eigentlich. Dass es da noch nichts gab. Ja, gut, aber wir haben auch ein paar Routen vor uns. Ist alles okay. Mach sie zum Bodentypen? Jawohl. Damit hast du gerade den Untergang besiegelt. Tut mir leid, Leimer. Ich glaube, wenn es in Käferform geblieben wäre, hätte es überlebt. Aber. Tja, passiert. Okay, da ist nichts mehr. Ne, ich glaube, in der Wüste sollte uns eigentlich größtenteils durch sein. Hallöchen, Sepa. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir was Legendäres finden. Oder noch ein Shiny. Ah, okay. Aber wenn ich noch ein Shiny finde, kann ich ein schlechtes Team nehmen. Gut, ich meine, einen Platz habe ich ja noch. Ach nee, ach so, ja, war ich schon mal, stimmt. Okay. Ja, bin ich durch hier mit der Wüste, okay. Dann kommen wir in der Folge tatsächlich doch noch nach Meteoros City kurz. Was ist das hier? Trainer Hill. Nee. Hab ich erstmal irgendwie komplett übersehen, dass hier was ist. Ja, passiert schon mal. Aber kein Interesse daran, ganz ehrlich. Nee, nee. Stimmt, wir können den Radweg ja noch runtergehen. Oh, fällt mir jetzt erst ein. Der, okay. Dann werden wir den Radweg... Ich tausche mal kurz mein Fahrrad gegen das Kunstrad aus. Ich glaube, das brauchen wir nach dem 5. Orden mehr. Als das Akrobat... Als das Eilrad. So, mal kurz auf Select setzen. Ach, das ist schon automatisch. Wunderbar. Mensch, Spiel denkt mit. Große Frage ist jetzt halt... Hab ich geheilt? Habe ich. Erst nach Meteorost? Ich glaube schon. Ich will jetzt wissen, was mit diesem Fossil auf sich hat. Da kann man mir sagen, was man will. Ich will es jetzt wissen. Zum Glück ist ja alles so gut vernetzt, dass man auch ziemlich gut ohne Fliegen und sowas vorankommt. Zumindest in dem Bereich hier. Das finde ich sehr schön gemacht. Hallöchen, Tauboga. Ich glaube, wenn wir das früh gefunden hätten, hätte ich das gefangen. Tauboga ist cool. Ich habe schon lange kein Tauboga mehr trainiert. Sehr lange her. Ich
bin einfach wirklich gerade einfach nur gespannt, ob jetzt wirklich in diesem Fossil da dann ein Lilip drin ist oder was anderes rauskommt. Mehr will ich dabei gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Nur Lilip, ja oder nein? Ich glaube, ich muss erst nochmal ein Pokémon ablegen, bevor ich das machen kann. Moment. Ich lege mal kurz irgendwas Kleines ab. So, Deposit. Ich lege dich mal kurz ab, Jesse, sorry. Komm gleich wieder ins Team. Ich will nur wissen, was das Fossil ist. Ob Lilip oder nicht, das ist hier die Frage. So, nur wer war das? Das war irgendeiner oben. Hallo, warst du das? Ich glaube nicht. Bist du das? Ah, da ist es. Ja, es ist ein Pokémon-Fossil. So, bitteschön. Das ist das Wurzelfossil. Ja, okay, mal kurz rausgehen. Ich glaube, das reicht, wenn ich einfach nur einmal hier so mache. Hat zumindest früher immer damit gereicht. Ja. Es ist wirklich ein Lilip, okay. Ja, okay, macht nichts. Das Gesicht ist creepy. Wow. Das Ding ist creepy. Dann könnte es gut sein, dass das Ei auch nicht random ist, wenn das Fossil schon nicht random ist. Na gut, aber jetzt ist ein bisschen mal schlauer. Ist schon mal eine Menge wert. Würde ich mal meinen. Schon mal eine große Menge wert. So, Move. Jesse kostet ja mit. Dafür lassen wir das Creepy Lilip hier. Und gehen wir da. Ja, jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo wir die ganzen Pokémon geschenkt kriegen und sowas. Das kommt jetzt so langsam alles. Ja, würde ich meinen, gehen wir jetzt über den Radweg wieder zurück. Nach Malvin, nach Graffitport, beziehungsweise in Richtung Graffitport. Hallo Kurtel. Weil zwischen Graffitport und Malvenfroh haben wir ja links die Route, die nach Blütenburg führt. Moment, wenn ich Surfer habe. Das war der Knackpunkt jetzt. Dann gehen wir anscheinend auf direkten Wege runter nach Blütenburg, so wie ich das sehe. Weil ich ja keinen Surfer habe. Da habe ich gerade gar nicht nachgedacht. Verdammt. Ja gut, dann halt so rum. Dann machen wir den Radweg nachher. Ja? Nach der Arena. Und dann können wir, glaube ich, auch noch ein paar Mal das Rätselhaus machen. So ein oder zweimal müssten wir das dann auch machen können. Wenn ich gerade recht mal da. Ich glaube schon, ja. Bin ich mir nicht ganz sicher. Weil ich habe das Rätselhaus sonst eigentlich immer gemacht, so auf so Anhieb. Ich habe zwar beim ersten Vorbeigehen halt eben das Rätselhaus einmal gemacht. Aber ansonsten halt immer direkt, wenn ich durch war, noch die ganzen restlichen Rätsel. Warum gehe ich hier rein? Ich möchte zur Arena, oder? Möchte mal. Ah, es ist eigentlich zu früh, den Part zu beenden. Jetzt sind gerade bei. Schieß mich tot. Ich war bei 20 Minuten. Viel zu früh gekommen. Einfach weil ich normalerweise geneigt bin, in der Arena hier halt alle Räume zu erledigen. Darum gucke ich mal, wie schnell ich hier durchspeeden kann. Und ich packe mal kurz das Ei wieder an den Schluss. Einfach mal gucken, wie schnell ich durchkomme. Damit wir hier Papi besiegen können. Ansonsten wird der Partner länger, was soll's. Ist für mich, wie gesagt, kein Problem. Müsste man inzwischen wissen. So, Kokowai. Damit komme ich auf jeden Fall schon mal nicht klar. Aber Fabi kommt damit wunderbar klar. Oh, gut, dass du verfehlt hast, meine Güte. Näh. Ich habe mir irgendwie gedacht, dass das Ding schneller ist als ich. Irgendwie habe ich es erwartet, ganz ehrlich. So, wo haben wir hier die blaue Flöte? Da. Ja gut, Schlitzer macht nicht viel Schaden. Das kann jetzt dauern, das kann jetzt dauern. Und ich sehe gerade, das Ding ist schon Level 26. Hm, vielleicht hätte ich doch erst trainieren sollen.
Ich glaube, der Leiter ist auf 33 oder 31, irgendwie sowas. Kann das sein? Das kann dauern. Ich glaube, irgendwie sowas war das. 31 oder 33, irgendwas im Dreh rum. Also mal gucken, was es im Endeffekt wird. Aber vielleicht habe ich Glück und der hat kein starkes. Oh komm, ey. Das ist halt witzlos, weil es nicht schneller ist als ich. Das ist einfach witzlos. Ich kann natürlich auch einfach stallen, dann komme ich auf jeden Fall durch, aber... Ich möchte mal drauf rauen, irgendwie das Ding mal verfehlt. Weil die Chance eigentlich recht hoch sein sollte. Hypnose hat keine gute Trefferquote. Normalerweise. Aber anscheinend reden wir ja gerade von Trefferquoten, die der Wahrscheinlichkeit von Siedewasser entsprechen, um den Gegner zu verbrennen. Sprich 99%. Gefühlt. Tatsächlich sind es eigentlich nur 30%. Das macht Spaß. Ich hab Zeit. Oh, komm schon. Danke sehr. Ich würde sagen, irgendwann muss es ja mal verfehlen. Hätte das Ding jetzt Pilzsporo gehabt, dann hätte ich gewartet, bis ich wach werde, weil das ja 100%ige Quote hatte. Aber Hypnose hat 60 oder 70%? Also definitiv nicht viel. Deswegen war ich gerade so erstaunt, dass es das Ganze trifft. Ne? So, Confusion Room. Was hast du denn, mein werter Herr Ast-Trainer? So lange dauert die Arena eigentlich nicht. Das sind halt eben nur ein paar Trainer hier mit jeweils einem Pokémon. Das ist nicht viel. Bisasam, okay. Sollte ich eigentlich hinkriegen, bevor es mich umnietet? Meine Hoffnung zumindest. Ja, okay, nicht ganz. Doom Desire. Warum? Warum kann Bisasam Kiss mit Wunsch? Du bist kein Jirachi. Vergiss es. Nein, Bisasam. Nein, sehe ich gar nicht ein. Sehr schön. So. Ja. Es hat mich schon sehr verwirrt gerade, dass du Doom Desire mit Bisasam machst. Anstelle eine Pflanzenattacke zu machen oder sowas. So, nehmen wir die letzte Dame noch mit. Der nächste Raum ist schon der Arena-Leiter quasi. Aber ich nehme ja alles mit soweit. Wird der Party ein bisschen länger, okay, meine Güte. Aber ich möchte den Arena-Leiter ganz gerne noch mitnehmen. Flygon. Von Tränen ist neutral. Ja, ich dachte schon, dass das nicht klappen wird, wie ich mir denke. Das wird nicht so viel Schaden machen. Ah, die Hälfte, okay. Hälfte geht. Damit komme ich klar. Und Nadine kommt damit erst wunderbar klar, weil Flygon, weil Outrage ja speziell ist. Ja. Nicht physisch, also speziell. Schaufler. Was zum Teufel? Flygon, please. Can't be serious. Ja, selber geschlagen. Schade, schade. Ich hab's mal riskiert jetzt, weil ich glaube, der Schaufel hätte gut wehgetan. Das lebt noch. Hyper Potion. Okay. Okay. Ich verstehe schon, Spiel. Ich verstehe. Ich wollte nicht Heal beim machen. Ich wollte eigentlich Sleep Powder machen. Aber okay, ist eh wurscht. Hey, Heal Bell. Ja. Das war jetzt sinnvoll, ich weiß. Okay, jetzt schaufelt's wieder. Jetzt ist er nicht mehr verwirrt. Das heißt, jetzt... ist Jesse dran. Ich werde nach wie vor nicht riskieren, davon getroffen zu werden. So, ich glaube, Outrage dürfte auch nicht so viel Schaden machen.
Okay, der Crit war sehr schön. Nee, anscheinend machen wir die Arena erst im nächsten Part fertig, so wie ich das sehe gerade. Der Kampf dauert zu lange. Ist ja auch nicht schlimm. Wir haben noch, glaube ich, 4 Trainer zu bekämpfen oder sowas hier drin. Also von daher ist okay. Dann machen wir am nächsten Mal weiter hier in der Arena. Und hoffe halt eben, dass der Part euch dann wenigstens bis hierhin gefallen hat. Und würde meinen, habt noch einen schönen Tag. Und ja, bis dahin und tschüss.